Freunde der Flicken Racing und seid gegrüßt heute hier zum Gedingenröhrchen Daily Race auf Lagunas Heger. Starten rein mit dem Porsche. Schauen wir mal, was jetzt abgeht auf P1. Altbekannte, auf den wir wahrscheinlich nicht treffen werden, weil wir von hinten starten. Was macht er hier? Er bleibt hier fast stehen. Okay, interessant. Auch nicht schlecht. Kann man mal so machen. Let's go. Position for free. Wie, der macht jetzt hier irgendwelche Faxen. Ein bisschen da sind Gruppen vor dir. Er dreht sich hier direkt. Den Körb sollte man eigentlich nicht mitnehmen. Geht's durch die berühmte Corkscrew hier. Haut's auch schon jemanden weg. Oh, ein leichter Wobble hier. Easy abgefangen, Porsche relativ gutmütig. Oh, hier vorne ist der Jabriel. Bruder von Gabriel. Oder ist schon einfach auf Englisch cool ausgesprochen. Jabriel. Jabriel auf Ostdeutsch. Aber sehr unlustig. Verbremst sich der Breda direkt. Ja, hier ein bisschen Piano. Das erste Rennen hier. Boah, kleine Drift-Ender. Können wir auch. War natürlich so nicht geplant. Aber ganz okay erwischt. Überholen echt nicht so leicht hier auf der Strecke. Wenn nicht gerade der vorausfahrende Fehler macht oder langsam, viel langsamer ist. Kommt Gabriel. Yip, yas. Oder haus weg oder ich rette dich, kein Problem. Jetzt musst du mich aber hier nicht ärgern, weil ich dir den Arsch gerettet habe. Danke. Komm, lass mich mal vorbei auf Ehre. Sehr gut. Sehr gut, Meister. Sympathisch. Das gut geht, Jungs. Gabriel bleibt dran. Vor uns hier der Alcerin. Verwende doch gerne mal Alpecin. Ja, der hat aber auch einen fetten Heckspoiler drauf. Ja, war tricky. Leicht anders, Deary. Junge, musst du jetzt hier wirklich so. Also. Aber ich bin so fair zu ihm, weil er muss natürlich. Ja, natürlich musst du jetzt hier reinhalten. Ja, GG, ihr seid. Ja, alle die Besten. Mal schön unsportlich sehen. Aber zeigen, was man so drauf hat. Mein Gott. Das ist ja Kimi Velocini oder Lobby. Da kann man dann auch mal direkt einen anderen Ton hier. Sorry, 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 sorry. Schade, dass das Rennen nicht noch ein paar Rundchen länger geht. Tja,
Minute hier. Direkt ein bisschen verbremst. Egal. Piton hinten. Geht fit. Und Kimi Vlasino, echt gute Pace. Bunt gemischte Lobby. A-Plus-Fahrer, aber A-Fahrer. Verfeuert. Und die Beschleunigung von Porsche immer noch akzeptabel. Aber der GTR scheint auf die Runde. Sehr fair mitgespielt, der Bre. Das ist schon wieder direkt anders, Stevie. In der Dirty Air. Porsche ist zu schlecht. Ich sehe keine Schnitte, ich muss eine andere Karre nehmen oder ich habe kein vernünftiges Setup. Obwohl, wenn die von Fighten kommt mir das natürlich noch entgegen. Oh, Alter, die Idiot hier. Jo. Oh, da vorne staubt es ein wenig. Kacke, das gibt eine Strafe. Ach Mann. Ach ey. Das gibt's nicht. Haben die das irgendwie gepatcht? Das scheint hier, dass man jetzt die Strafe irgendeine Runde später absitzt, was ich echt. Kacke finde, muss ich so sagen. Jo, ich bin so am Kämpfen, wie man vielleicht sieht. Boah. Ich versuche alles rauszuquetschen, aber ich habe kein geiles Setup mit der Bude. Und der Porsche ist auch nirgendwo zu sehen. In den Top 10. Alter, ich bin ja wirklich auf der Rasierklinge. Wie ein Löwe. Nächstes Mal fahre ich dann auch mit dem BMW oder GTR. Für BMW habe ich wenigstens Setup. Dirty, ja, er ist auch. er kippt auch alles. Aber ich glaube auch so als Zuschauer kann ich mir gut vorstellen, ist das dann doch interessanter, jemanden zuzuschauen, der wirklich kämpft und alles aus der Bude rausholt. Anstatt so einen allgeleckten Fast hier hört wie Jensen Button oder so damals. Als ob ich mich jetzt ja noch mal wegdrehe, das darf da nicht wahr sein, Alter. Ja.
Ach, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Der Porsche ist es nicht hier wirklich. Könnte, also. Ja, hier den Porsche probiert, dann viel Glück. Also, das ist. Wenn du nicht gerade wirklich ein absoluter Alien bist, geht mit dem Porsche hier nicht viel. Ich habe wirklich, und jetzt glaube ich auch gesehen, wirklich versucht, möglichst viel Rost zu quetschen. Starten wir jetzt hier nicht im Topspeed. Leider jetzt nach zwei Rage Quits hat es mich ein wenig. Boah, hier schreibt sogar schon direkt Kimi. Ich wollte noch drauf kommen hier auf Kimi. Leider jetzt hier im zweiten Split oder was das hier ist, wurde nach zwei Rage Quits etwas nach unten degradiert. Unten gesetzt ja, vom Rating, deswegen jetzt hier in der Lobby gegen Kimi. Können wir ja gleich mal. Da muss ich das Positive sehen, kann ich wenigstens den Titel stellen gegen Kimi wieder gefahren. Boah, der bleibt ja auch wieder fast stehen. Bitte halt jetzt nicht hier rein wie ein. Danke, lass mir Platz, Ehrenmann. Gut für den Titel. Wenn ich hier irgendwas mit Kimi mit reinstelle, was mit dem Lambo hier so geht. Jetzt wäre das Standard-Setup drauf. Nicht mehr dazu gekommen, irgendwas rumzubasteln. Das ist einfach mit dem GTR jetzt probiert und einfach mit dem BMW. Aber irgendwie sind mir beide Karren nicht so sympathisch gewesen. Vor allem der GTR. Oh, wo hat denn Kimi eigentlich die Pace her? Das ist ja der Wahnsinn. Da er mich geübt hat, er hier was mit dem E-Sportler getrieben. So, der Quersteher vom Peugeot-Fahrer, da können wir gleich eine Attacke reiten. Ich möchte da gerne vorbei. Ja, das geht sich nicht aus. Messer, jetzt gib doch mal Gas hier. Okay, danke. So geht's auch. So, jetzt heißt es, jage den Kimi. Komm. Das war schon letzte Runde. Hier. Natürlich, genau. Ach, ich weiß nicht, was heute los ist. Diesmal hier von der Pole. Nach ein paar, ja, nicht so tollen Rennen, frustrierenden Rennen. Auch jetzt hat man die Rundenzeit jetzt tatsächlich erreicht in einer etwas lower Lobby. Auch mal für die Pole. Let's go. Das heißt, dass hier konzentriert bleiben. Ich will jetzt irgendwie das Ding nach Hause schaukeln. Das sieht ja jetzt mal nicht schlecht aus. Könnte noch eine gute Rundenzeit geben. Na, schade. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Würde ich mich auf jeden Fall über Like freuen. Macht's gut, haut rein. Ciao.